mein absoluter tiefster Respekt, mein Lieber. Das ist wirklich krass, mein Freund. Das ist wirklich krass. Hallo YouTube. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Zuschauerix. Mit mir, Ihrem Gastgeber, Partizipiert sie. Oder der Mensch, der ungefähr 30 Milliarden Rigs schon gesehen hat und trotzdem immer wieder noch was findet, was er noch viel geiler findet, als das, was er schon gesehen hat. Schauen wir mal rein, was wir heute so haben. Wir fangen heute an mit Tim. Tim hat jetzt also... Oh. Tim hat auch über... Also Tim hat fantastisches Kabelmanagement. Man sieht einfach nichts. Das frage ich mich schon mein ganzes Leben. Warum fahren Leute in-game mit dem Lenkrad und haben ein Lenkrad vor der Nase? Aber Tim wird wohl, so wie es aussieht, auf Triple Screen umbauen. Aber schön kompaktes Rig, das gefällt mir. Und das sogar unter der Dachschrägen. Das ist schon ziemlich geil. Schön, Tim. Lass uns an deinem Progress teilhaben, wenn es weitergeht. NRT Georg, ein Jahr Arbeit und Planung. Von Konsole auf PC. Von Konsole auf PC. Alright. Ich wollte gerade sagen, warte mal kurz, hast du so ein Ding, aber einen Wheel von BMW? Okay. Was haben wir denn hier? Playseat und Fanatec? Wie geil ist das denn? Oh, was ein Cutie. Richtige Fellnase. Okay, ich glaube, jetzt kommt das Upgrade. Die Hosen sind auch richtig geil, wenn ich wüsste, wie die heißen, ne? Die unten drunter so eine engen Shorts haben. Die müsste ich mir auch mal kaufen. Ich weiß noch nicht, wie die heißen, wonach man suchen muss. Holy shit! Okay, ein Jahr Planung hat sich auf jeden Fall gelohnt. Erstmal, der Teppich ist nicht gerade. Muss ich jetzt einmal kurz anmerken, das geht besser. Wir haben irgendwo Bass-Shaker dran, hier. Und da sind ein paar mehr dran, ist nicht nur einer. Wow, das ist ja richtig schnieke geworden. Wow. Das ist wirklich, das ist definitiv mal ein Upgrade, mein Freund. Holy Guacamole. Oh, sogar mit Schaftverlängerung und dem ganzen Pipapo. Nice. Oh, du hast die Schaftverlängerung am Wheel dran. Okay. Momo Daytona XXL. Evo. Fancy. Das sieht wirklich schön aus, mein Lieber. Also Georg, das hat sich wirklich gelohnt. Du hast ein fantastisches Upgrade gemacht, Mensch. Das sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Wen haben wir denn hier? Felix. Ich bin 16 Jahre alt und mein Rig ist 0,0 von Mami oder Papi bezahlt. Alrighty then. Dann schauen wir mal. Wir sind also von einem Playseat. Mit einem Playseat haben wir angefangen. Ich meine, wir haben alle mal klein angefangen. Warte mal, ich bin 15, 16 Jahre alt und fahre iRacing. So, meine Damen und Herren, da möchte ich ja demnächst nochmal hören, dass iRacing zu teuer ist. Wenn das ein 15-Jähriger, 16-Jähriger auf die Kette kriegt. Gut, wir wollen die Diskussion. What the actual F? Da hat auf jeden Fall jemand sehr viele Ferienjobs und Nebenjobs gemacht. Wow. Wow. Ich kann übrigens bestätigen, ist in dem Alter, hier werden die Kappen vergessen. Überall wurden die Kappen vergessen. Das ist ja, Felix, also mein absoluter tiefster Respekt, mein Lieber. Das ist wirklich krass, mein Freund. Das ist wirklich krass. Sollen wir dir jetzt auf deinen sozialen Medien folgen? Sollen wir das jetzt, verstehe ich das hier richtig? Aber du, ganz ehrlich, Felix, ich weiß, in deinem Alter ist man noch relativ aktiv mit der Verschüttelung einer Palme. Weil Tempo ist am Rig ist, you know. Aber das ist wirklich schön geworden. Das kannst du auch ein bisschen angenehmer gestalten hier. Könnte. Kleinigkeiten. Details. Mal, das ist wirklich ein sehr schönes Rig. Ist hier Wind links dran? Ja, wa? Ja, ist Wind. Krass. Das ist wirklich, Felix, eine sehr schöne Arbeit, mein Freund. Kann auch Allergie haben. Ja, Mann, ist ja okay. War ja auch nur ein Spaß. Elias. Hier eine Zusammenfassung meiner Simracing-Reise. Bis heute. Gestartet am 8.8.23. Moment. Ist das ein Dyson? Kein guter Staubsauger übrigens. Ist das ein Dyson? Dyson ist ein Gurkenstaubsauger. Aber reden wir nicht über den Staubsauger. Kommen wir zurück zum Rig. Im Playseat haben wir angefangen. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt, wie die Evolution weitergeht. Aber auch wieder unter der Dachschräge. Schön alles aufgeräumt.
Das sieht schick aus. Das macht einen schmalen Fuß. Mal schön mit dem Ventilator unten drunter für die Füße. Kabellage ist noch nicht viel. Nochmal ein bisschen die Kabellage aufgeräumt. Alrighty then. Kommt jetzt nochmal ein riesiger Banger. Das ist schon wirklich schön. Also auch sehr schön aufgeräumt alles. Da kann man wohl nochmal ein Computer-Upgrade dazu. Ja, der Computer muss leuchten. Das ist dringend notwendig. Oh, jetzt sogar hier noch mit extra Lampe. Bisschen schräg gestellt, das Ganze. Boah, da hat sich aber viel verändert. Wenn man sich das jetzt wirklich mal anguckt. Bei Elias hat sich wirklich einiges getan. Schönes Rig, Elias. Wirklich. Das ist wirklich ein schönes Rig. Auch hier haben wir wieder Tempo, ist wichtiger. Bestimmt Allergiker. Aha, Tim hat nochmal das nächste Update-Foto reingehauen. Hier hat sich, hier sind nochmal die Halterungen für die Bildschirme dran mit Vesa. Alrighty, alrighty. Schön. Gentleman. Ralle. Was hat denn Gentleman gemacht hier? Haben wir Gentleman nicht schon mal gesehen? Das kommt mir so bekannt vor. Warum liegen da unten eine ganze Packung? Ah, bestimmt Allergiker. Aber schön so in die Ecke gepackt hier, das Ganze. Oh, warte mal. Wurde geupgradet bei Gentleman? Oh-oh, Leute, ich hab was im Gefühl. Oh-oh. Oh-oh, gleich kommt's. Okay, Gentleman. Wait, what? Okay, jetzt wird mit einem... Gleich kommt's. Triple Screen am Schreibtisch. Alrighty then. Wann kommt's? Es war zu erwarten. Da kommt das Rig. Schön. Guck mal, wir sind von hier irgendwann nach da. Geil. Schön, Gentleman. Ich wünsche dir wirklich sehr viel Spaß damit. So, eins können wir uns noch angucken. Was haben wir denn hier? TCZ gucken wir uns jetzt noch an. TCZ. Also ich sag's, wie es ist, ne? Simpler kann man das nicht bauen. Und das meine ich absolut im Positiven. Das ist wirklich das Simpelste vom Simpelsten. TCZ, mein Lieber? Nicht schlecht, Herr Specht. Aber TCZ hat auch noch geupdatet, sehe ich gerade. Von dem hier zu dem da. Weil da bin ich ja mal gespannt. Die Reise wird wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen döller werden. Schöner Makita-Kasten. Krass. Da bin ich sehr gespannt, wie die Reise hier weitergehen wird. Da lasse ich mich überraschen. Wollt ihr vielleicht jetzt aktuell noch Tschüss sagen? Zu YouTube? Dankeschön fürs Zugucken. Wir sehen uns in der nächsten Folge oder im nächsten Video. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du noch einen Kommentar hinterlässt. Oder, was noch viel schöner wäre, dein Rig in mein Discord postest, in den Channel, zeig mir eure Rigs. Weil dann könnte ich mir das hier nämlich angucken. Weil für mich ist das total fantastisch, eure A, Reisen zu sehen und B, zu sehen, was ihr alles so Schönes da gemacht habt. Denn viele Dinge sind sehr inspirierend. Also, wenn ihr Lust habt, teilt doch eure Rigs mit uns im Discord. Und dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Ciao, Kakao. Bis in den Dansen, haust rein.